Hallo und herzlich willkommen zum SPL-Talk zum 6. Spieltag. Mit dabei habe ich heute Raptor, der so nett war und eingesprungen ist für Rudi. Hallo. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein mit der... ich verliere immer noch nicht wie die Konferenz, das heißt Siegfried-Konferenz, genau. Vorbereitet wie immer. Und da haben wir direkt Nox gegen Franklin, wo ich mit irgendwem im Talk war, ich weiß nicht mehr, und halt schon so gesagt habe, irgendwie sieht es nicht so gut aus für Nox, das Matchup. Weil da stehen halt ein Sylveon und ein Slowbro. Und ja, mit dem Team, was er halt dabei hatte, hat er sie tatsächlich gar nicht so gut gebreakt bekommen. Und das hat sich dann halt auch im Kampfverlauf so ein bisschen gezeigt. Also das Match ging ja relativ lang, ne? Also es sah halt ganz schön ausgeglichen aus, aber irgendwie trotzdem hatte Franklin immer so ein bisschen die Nase vorn. Ja, also im Prinzip... Nox hat eigentlich nicht viel machen können in dem Match, das muss man einfach mal so sagen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es Matchup bei welche anderen Monster hat, aber die Mons, die halt dabei waren. Er hat halt gegen Thorn Neuwan sehr, sehr viel Probleme gehabt. Und halt, wie gesagt, gegen die Defensive. Und irgendwann konnte halt Victini reinkommen, als alles low war. Und sich ab und zu dann mal ein paar Kills sichern. Xerox hat er relativ früh verloren. Ja, genau. Ja. Das hab ich zum Beispiel gesehen. ist halt dann schwierig. Es war halt auch mittendrin irgendwie immer Nidoqueen, Lunarion gegen Zapdos und Umbreon halt so, die sich gegenseitig so ein bisschen outplayed haben. Genau. Was man aber sagen muss noch von Franklin Zeit hier, den Bodenmove Lunarion. Ich denke mal für Roost Zapdos, was er gemacht hat, dass der ein langsamer wird und dementsprechend gewinnen kann. Wenn Nox halt kein Eagle Wave spielt, funktioniert das halt. Was halt aber auch ein bisschen unlucky war, waren die beiden Paras, die Lunarion hintereinander getroppt hat mit T-Bolt. Ja, auf jeden Fall. Das hätte vielleicht noch ein bisschen was an der Differenz ändern können. Ja. Aber, ja. Das hätte mir so aufgefallen. Weiß man nicht, aber war halt ein bisschen schade dementsprechend, dass es dann so hoch wird nach einem... Man spielt halt 90 Turns und dann verliert man trotzdem 6-0. Das tut dann schon ein bisschen weh. Ja, aber es sah halt eigentlich so knapper aus. Ja, das stimmt. Es war ja auch alles recht low von Franklin, muss man einfach sagen. Glaube ich. Ja. Können also sich aber alle immer noch ein bisschen hoch heilen. Ja. Deswegen... Und Nidoqueen hat halt auch richtig gut Work gemacht. Das war ein richtiges Nidoqueen-Game auch. Aber gut. Kam immer wieder rein, könnte irgendwas machen. Über Toxic Rocks, die Rocks, die es gelegt haben, war ja auch sehr, sehr gut, weil Zapdos halt irgendwann zum Defogen gezwungen wurde. Meine ich. Ja. Und dann halt immer Turns bekommen hat und ja. War halt alles sehr, 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 sehr gut. Die Fall für Fisch. Dann war es Hardy gegen Noah, was ebenfalls ein 6-0 war, wobei ich da einfach sagen muss, man hat halt ein bisschen gemerkt, am Anfang als das Gaslord, ich weiß nicht was, es war wahrscheinlich Bandit. Es war Bandit, ja. Es wurde ja dann nochmal genockt, aber es hat ja in der ersten Runde Nidoking rausgenommen. Ja, One-Shot. Das ist halt schon krass, so Nidoking denkt sich nichts, legt T-Spikes und das Gaslord tut einfach Knock und One-Hit das Nidoking. Ja. In der zweiten Runde kleiner Rotom auf 13% oder so runtergezogen. Ja, wo natürlich auch der Willow-Mist ein bisschen unlucky war, klar. Und ja, dann hat Noah halt das Game eigentlich die ganze Zeit komplett in der Hand gehabt und hat's halt auch nicht mehr hergegeben und dementsprechend. War ja auch relativ schnell beendet. Ja, war es noch 20 Züge oder so. Ja. Es ging Scarfini, hat Hardy, finde ich, ein bisschen komisch gespielt, hat zwei Monster gegen halt verloren. Gut, er hat ja geschrieben, er hat dann irgendwann aufgegeben. Upturn-Dings. Ja gut, wenn man sein erstes Mal in der ersten Runde verliert, dann ist man auch gleich ein bisschen uff. Und danach noch einen wichtigen Willow-Mist, das ist halt dann unlucky. Gut. Aber dann halt Scarfini konnte sich noch zwei Kills mit Umulus und ich denke, das ist Scarf war. Hat man nicht gesehen, aber ich glaube, das hat er Lulas Nobilica dort speedet und müsste dann Scarf gewesen sein. Und ja. Dann konnte Noah das halt mit seiner Defensive eigentlich recht leicht beenden und am Ende noch Gaslord seinen zweiten Kill in dem Game geben. Ohne große Probleme. Ja. Ja. Dann, schnell gesagt. Genau. Noah gegen nicht Noah gegen Anton, Krebi gegen Anton. War tatsächlich ein Game, muss ich sagen, was auch wieder knapper als 4-0 aussah. Sah lange Zeit, fand ich zumindest, gar nicht so schlecht aus für Krebi. Nur irgendwie... Also Krebutter kam, konnte halt immer reinkommen. Hat dann die Defensive von Krebi gechippt. Sehr, sehr gut. Hat auch zwei Kills gemacht, wie ich sehe. Genau. Und Kills, klar, Krebutter hat nicht viele Checks. Ich musste ja den Spieler gegen den bauen. Das Game spiele ich ja heute Abend noch. Das ist nicht so lustig gegen den.
Und ja, dann konnte halt am Ende Scarf Memos vorhin so ein bisschen das Game clean. Das war Keifel gegen Mammutel, Stimmt, das ist auch cool. Keifel ist auch so ein Mon, was ich wirklich gerne mal spielen würde. Der kann eigentlich ganz schön was machen, weil halt Eis, Ground. Ja. Dann hat er andere TPL letzte Season bei Mammutel, also der hat auch ein bisschen was gemacht. Stimmt. Hätte ich nicht gedacht gehabt, aber hat schon gut Glück gemacht. Ja. Und so dann halt Mammutel mit Evolid halt noch. Also Keifel. Ja, der hat weniger Attack, klar, aber der ist schon bestimmt ganz cool. Ja, im Endeffekt konnte Anton sich eigentlich das Game dann so holen. Details zu dem Game würden mir jetzt nicht mehr einfallen. Bin ich ehrlich. Mammutel, ein Kill, Lasho King, ein Kill. Ja. Das ist wichtig. Das ist echt wichtig, der eine Lasho King Kill. Nee, Anton konnte. Wie gesagt, einfach alles chippen und das dann sehr gut holen. Ja. Oh, das nächste Game war zu viel für mein Herz. Erzähl mal. Also, ich hab's nicht angeschaut. Ja, ich probiere es jetzt ein bisschen zusammenzufassen. Es sah lange Zeit aus, als würde ich verlieren, weil ich halt ein bisschen naiv geteambildet habe und dachte, Porygon 2 kriegt Dragoran eigentlich gecheckt. Nur hat er halt Zoroark dabei, der mir halt recht schnell den Eboliten dann weggenockt hat. Was eigentlich recht obvious war, da hätte ich ein bisschen drauf kommen können, aber ich wollte dann halt nichts riskieren, bin dann in Porygon gegangen, hab meinen Eboliten verloren. Und dann hat mir halt Fast Fist of Dragoran sehr, sehr viele Probleme gemacht, weil ich halt keine Flying Resist dabei hatte und der halt auch immer auf Scarabon reingekommen ist und irgendwie, weil ich halt, ja, dachte, Fassade reicht für den. Und einmal hatte ich halt Angst auch, dass ich outspeedet werde, wo ich noch nicht gekalkt habe, dass der Fistiff ist. Da hätte ich eventuell drin bleiben können. Aber also Porygon 2 wurde ein Check für Dragoran. Ja, der verschimmelt. Ich habe 5 offensive Mons und Porygon 2 dabei gehabt. Das war so. Mein Plan war eigentlich, ich spiele Tragapult, U-Turn die ganze Zeit auf Blissey mit dem, bring Scaraborn rein und mach dann ein bisschen Klatsch. Aber dieses Dragoran war halt wirklich da und hat eigentlich mein Game komplett verhindert. Am Ende stand es dann, glaube ich, 4-2 Mons. Ich hatte noch Libalo und Dragapult und er hat noch Blissey gehabt, Zoroark, Celebi und Dragoran. Und ich hatte halt dann Glück, dass ich mit guten Doubles von meiner Seite, sage ich jetzt einfach mal so selbstlobend, das Game dann noch zurückholen konnte gegen Blissey halt immer. Mit Libalo bin ich dann reingekommen, konnte High Jump Kick drücken, konnte eben Gangshot drücken, was wichtig war auf Dragoran, weil der nicht von Pyro Ball Two Shot Range war. Und ja, natürlich am Ende, dass halt Dragapult dann auch den Sucker Punch von Zoroark noch gelebt hat mit 5%, weil ich mir den die ganze Zeit full gehalten habe. Das war so ein bisschen der Knackpunkt. Eigentlich sah es die ganze Zeit so aus, als würde ich verlieren, aber am Ende haben vor allem Libalo hat das dann doch noch zurückgeholt. Ja, 3 Kills gemacht. Genau, und am Ende halt dann Dragapult. So. Das letzte Mon auf dem Feld noch. Jo. Also war auch ein bisschen Glück dabei. War auf jeden Fall ein bisschen Glück dabei. Was auch gut war, ich hab jeden Move getroffen mit Libalo. Also ich hab Gangshot getroffen, Pyro Ball getroffen und High Jump Kick getroffen. Alle, die ich gedrückt habe. Deswegen kann ich mich da jetzt nicht beklagen. Aber manchmal braucht man auch ein bisschen Glück in dem Spiel. Richtig. Ja, ich wäre dann, glaube ich, ein bisschen fertig mit meinem Game. Das habe ich jetzt ein bisschen. Naja, weil es ging, ich bin nicht so ausgeschweift. Es ging. Es war schon kurz und knackig. Dann Sean gegen Corny, muss ich sagen, da haben wir ein bisschen weirde Sets von beiden Seiten gesehen. Oder beziehungsweise, also eigentlich von Corny, die Sets waren weird, aber sie gingen irgendwie auf. Player of Sludge Bomb Galarweezing, was dann Player of gedrückt hat und dann Sludge Bomb auf Aromatist, dann war irgendwie das Aromatist auf 3%, ist dann rausgegangen, hat dann nochmal irgendwie das Relaxo richtig low chippen lassen, also Sean. Das Keldeo war dann auch irgendwie ziemlich low, also Sean hat alles extrem low gehen lassen. Währenddessen hat Corny dann irgendwie Whirlpool, Wish, Sub, Latias gespielt. Was? Whirlpool, Wish, Sub? Ja. Das war auch irgendwie dann auf 3% auf einmal und dann. Ich war sehr verwirrt. Und irgendwie ist auf jeden Fall am Ende vom Lied dann, war das Sean halt die Defensive von Corny bestehend aus Galarweezing und Lavados nicht mehr gebreakt bekommen hat, richtig. Und halt so eben. Ja, gut, Swiffins war glaube ich gar nicht einmal im Kampf. Achso, war nur dabei. Genau.
Lavados war übrigens auch Sub. Also, okay, also Sub-Spiel. Alles im Dings von Sub. Ich weiß wirklich nicht. Sean hat es auf jeden Fall dann nicht mehr hinbekommen, da vorbeizukommen. Und Zerora konnte dann am Ende halt die Mons, die restlichen, die angechippt waren, alle killen. Ja, das. Zerora halt so macht. Genau. Auch Zerora und Mon, was ich sehr cool finde. Allgemein, ich spiele ja auch gerade wieder Dragapult. Das sind einfach schnelle Mons, ja, die machen Spaß. Ja, das ist schön schnell, ja. Genau. Und können auch noch schön reinbolzen. Ja. Wenn du es immer Bandit oder so bringst, oder Specs, Dragapult oder so. Genau, das macht dann immer Spaß. So. Und das letzte Game war so das Top-Spiel des Spieltags mit Pana gegen Rudi, eigentlich. Auch ein kurzes Spiel. Auch ein sehr kurzes Spiel, ja. Ich weiß nicht, ich habe jetzt viel geredet, hast du das Game geschaut? Möchtest du, wenn ja. Ich habe das Game geschaut, ja. Und möchtest du dann was dazu sagen, oder? Ja, also. Ich glaube, Pana hatte Milotic, ne? Das wurde genau, in der zweiten Runde ja schon anscheinend abgeworfen. Ja. Gegen Bandit High Jump Kick, mir hinschau. Bandit Reckless High Jump Kick, das tut halt richtig weh. Ja. Das. Hat schon richtig weh getan, vor allem Milotic, so ein gutes defensives Mon eigentlich gleich am Anfang zu verlieren. Dann habe ich. Rudi sich noch. Oder nee? Pana hat sich mit D-Dance Q-Rem, das halt ist mir aufgefallen. Ja. Weil D-Dance, ne? Ist. Tot aufgesetzt und probiert ein bisschen Work zu machen. Ja. Hat auch ein bisschen was runterziehen können, aber halt trotzdem nicht so viel reißen können. Ich glaube, da konnte sogar zweimal die dancen. Ja, ging, weil Rudi halt Chansey als QM-Check hat und er halt dann dementsprechend das halt nicht so funktioniert. Er hat es dann mit Morta, glaube ich, in den Griff bekommen. Die QM. Ja, und am Ende auf jeden Fall verliert, wurde irgendwie anscheinend alles getoxt oder keine Ahnung. Und Phantoros konnte dann am Ende alles sweepen mit Hex. Ja, war ganz lustig. Also, da ist da nicht passiert, so. Ja, der Dark-Type ist halt recht schnell gestorben von Pana. Ich weiß jetzt nicht mehr, was er für einen Dark-Type hatte. Wie fehlt es? Genau. Das wurde relativ früh getoxt, ja. Genau, das wurde dann halt getoxigt und dann ist es halt low gegangen und ist dann halt gestorben, weil Hex macht dann halt auch einiges. Ja, das hat ja dann auch, glaube ich, Metagross und so runtergezogen, das Hex. Genau. Das müsste auch Specs gewesen sein. Ja, das drückst halt einfach dann durch mit Phantoros. Eben. Da macht es ja. Also, da hatte Pana dann recht wenig Chancen, noch irgendwie irgendwelche Counterplays zu suchen gegen Spectre. Wie es halt so ist, wenn der Dark-Type weg ist und du keinen Normal hast. Ja. Ich fand's halt schade mit Milotic am Anfang. Der hätte vielleicht noch ein bisschen was defensiv weghalten können. Nur switcht der halt auch tatsächlich ungern was in den High-Jump-Kick rein. Ich denke, alles bekommt mindestens mal so 70, 80. Ja, aber Panzer Aeron gegen Grifeldes waren drinnen und Panzer Aeron hat Grifeldes getoxt, sowas. Ja, stimmt. Panzer Aeron, ja. Ich erinnere mich. Ist ja schon gut, dass er es dabei hatte auf Panzer Aeron. Mhm. Ich denke, das war auch so ein bisschen der Gameplan, halt alles ein bisschen gestatus zu bekommen, dann halt mit Spectre. Tox gegen Grifeldes ist immer gut, kann ich ja aus der TVL aus Erfahrung sagen. Mhm. Das ist richtig. Ja. Gut, ich würde sagen, dann. Kommen wir auch direkt zu deiner Conference. Toffler Delis. Ja. Haha. Oh, aber direkt zu deinem Game. Auch da lass ich dich mal ein bisschen was zu erzählen. Ja. Ich bin optimistisch reingegangen. Mhm. Habe anscheinend auch gewonnen. Mhm. Ich habe relativ früh meine Helego verloren, weil ich Psyshock auf Latias nicht respektet habe. Deswegen ist es relativ früh gefallen. Ich hatte halt Psyshock komplett vergessen zu kalken. Ja. Habe ich schon mal ein gutes One halt verloren gehabt, was halt ganz gut ist. So. Psychic hättest du gelebt, quasi. Ja, Psychic hätte ich gelebt, weil Nilego hat ja ganz gute Spätzle-Werte, nur halt extrem beschissene Verteidigungswerte. Ja, okay, das ist. Also ich hätte alles gelebt und ich war ja auch Assault Best Nilego. Ah. Ich wollte mit dem halt ein bisschen richtig was wegtanken und halt so ein bisschen Stress machen, weil der trotzdem halt alles relativ gut anchippen konnte. Ja. Dann hatte ich zwei Crits am Anfang, die waren relativ lucky. Aber die waren jetzt nicht so spielentscheidend. Also einer, der war schon kritisch, aber der andere, der war einfach, glaube ich, random auf irgendein defensives Mon. Ich weiß gerade nicht mehr, was es war. Dann konnte ich zum Glück einen Landorus Knock auf Pex bringen. Weil ich auch nicht weiß, warum er da in Pex irgendwie reingegangen ist. Weil so ein EQ hätte Pex auch richtig viel Schaden gemacht. Ja, da habe ich erstmal Pex verstümmeln können.
Dann hat mein Aromatis ja extrem gut Wirk gemacht, so. Konnte sich hier zwei Kills holen auf Electivire und Latias. Ja. Und dann hat er halt aber zwei Freezes bekommen von Bisborg. Oh. Durch Eiszahn. Der erste Freeze war nach zwei Runden vorbei. Dann konnte ich noch einen Wish rausbringen. Und dann der nächste Eiszahn war gleich auch wieder ein Freeze, der 10 Runden angedauert hat. Was mich dann extrem mad gemacht hat, weil Aromatis sah halt extrem gut aus. Er hätte eigentlich das komplette Team halt solo dann noch auseinandernehmen können. Der hatte nicht wirklich was zum Breaken. Also Bisborg und Hippo waren halt die besten Chancen. Ja. Aber die haben halt auch nur bis zu 35% oder so gemacht. Also, Aromatis sah halt richtig gut aus. Ja, das war ja ein bisschen unglücklich. Hab ich dann aber durch den Freeze halt abgeworfen. Da kam aber nochmal Landorus rein, konnte halt nochmal die Rocks rauslegen. Bisborg war auf 1% dann mittlerweile. Da hätte er halt nicht mehr reinkommen können, deswegen musste er dann auf Mandibuzz gehen und nochmal defoggen. Mandibuzz ist dann halt aber auch am, ich glaube am Tox gestorben, ja. Ja. Weil es halt auch low getrappt ist. Ja, Bisborg hat dann nochmal probiert Umbreon halt umzubringen, aber es ging Umbreon auch gestorben. Konnte aber halt nochmal eine Superpower droppen, damit mein Umbreon halt low geht. Und weil Hippo ja wieder reinkam und seinen Sandsturm rausgebracht hat, konnte ich mich mit meinem Umbreon nicht mehr hochheilen, richtig? Stimmt, ja. Ich erinnere mich. Ja, aber ich konnte halt den Hippo nochmal toxen, bin dann rausgegangen auf Landorus, bin dann nochmal rausgeutert auf Turtok, weil Turtok physisch defensiv war und Hippo dem halt nichts gemacht hat. Ja. Da konnte dann halt mit Scald am Ende das noch relativ gut rausnehmen. Also aber so, ich sah am Ende noch sehr knapp aus. Ich hatte glaube ich zwei Mons, die noch 13, also so 13, 15% hatten. Mhm. Turtok war halt noch relativ voll und was war's noch? Noch irgendwas, hatte noch ein bisschen Leben, aber der Rest war halt schon angestümmelt so. Ist halt aber, also trotz dass halt Aromatis weg war, konnte halt Hexer schwer durch dich durchbrechen, was du da dabei hattest. Ja, also es hätte ein 5-0 werden können, hätte ich die 10 Runden Priestet kommen. Oh, so ist es halt 4-0. War's Dingens, was noch voll war? Victini vielleicht? Victini hatte noch viel, ja. Genau. Das hatte noch relativ viel, ja. Das hatte nur mal, ich glaube, einen Knock-up bekommen von Pex, der nur 13% gemacht hat. Ja, das macht gar nichts. Das haben wir jetzt in dem Game gesehen, dass Pex mit Knock 13 auf Victini machen in einem anderen Game, wo der mit Scald auf Nidoking irgendwie 22, auf Nidoqueen irgendwie 22 gemacht hat. Ja, das war halt wirklich nicht viel. Ja. Ich fand auch das Matchup so ganz gut für mich, muss ich sagen. Ich fand es jetzt nicht schwierig, dagegen halt zu bilden. Hm. Ja. Das hört man, also das aber ist auf jeden Fall ein schönes Spiel. Das ist halt angenehm, wenn man sagt, man hat kein Problem gegen Sonne zu bilden, weil das ist ja eigentlich eher was, wo man sagt, hey, Sonne ist ein bisschen scary normalerweise. Ja, stimmt schon. Das war ja aber, also der hat ja glaube ich eine Sonne und Sandsturm. Genau, beides. Beides. Das aber ich habe halt der Sonne irgendwie überhaupt nicht gesehen, weil ja, dann kommt halt mein Scarf Bikini auch mal rein und klatscht halt auch nochmal mit V-Create mehr. Ja, das stimmt. Und wie ist denn das? Moonlight macht doch auch in der Sonne 75, oder? Ja. Genau, also ist das deswegen auch dann egal. Sinn, ja, das macht Sinn. Doch. Ja. Gut, dann danke ich dir für die ausführliche Beschreibung deines Games. Und ja, war ausführlich. Ja, nee, ist ja gut. Dafür bist du ja hier. Und okay. Ja, dann Batzi gegen Age direkt. Ja. Ich muss sagen, da habe ich mich ein bisschen gefreut, weil das Game wurde vorgespielt letzte Woche. Irgendwie. Kannst du auch noch erwähnen, dass du letzte Aufnahme den Legios schon mit drin hattest. Genau, Legios war ja schon mit drin. Hups. bisschen gespoilert, was da passiert ist. Das war ein Doc-Fehler, das habe wahrscheinlich ich falsch eingetragen oder jemand anderes, dass quasi die Kills von Batzi einen Spieltag zu früh eingetragen wurden. Ist jetzt natürlich behoben, war ein bisschen unnötig, egal. Legios hat 4 Kills geholt. Wusste also es war eigentlich nicht. Es war eigentlich ein Setup-Spiel, ne? Ja. Von Batzis Seite. Auf jeden Fall. Zuerst mit Azumere, mit Sub-Power-Punch. Ja. Wobei man da sagen muss, Batzi hat kein Dings gespielt. Er war da, glaube ich, in Boys und hat gesagt, er hat kein Huge-Power drauf. Oh. Ist halt dann ein bisschen ärgerlich. Also Azumarill war tatsächlich ganz cool, muss ich sagen, mit Power Punch. Sieht man ja selten, meistens immer wenn Setup dann Belly Drum. Mhm. Aber ja.
Und als Age dann halt das in den Griff bekommen hat, ist dann irgendwann Legios reingekommen, hat sich gesetupt und dann hat Age halt Aegis gleich noch probiert irgendwas zu machen, hat Flash Cannon gedrückt, hat natürlich da den Drop bekommen. Ja. Und Defiant von Legios hat sich aktiviert. Und danach ist er in Brutalander gegangen, in seinen Scarf Brutalander, hat mit Intimidate nochmal Defiant aktiviert und hat dann den Air Slash gemisst, um das Legios aufzuhalten. Sonst hätte das ein bisschen anders aus. Also wahrscheinlich auf jeden Fall was an der Differenz ändern. Es sah schwer aus, das noch zu gewinnen für Age. Ja, Legios wurde dann hochgesetzt bis sonst was. Ja. Das ist natürlich immer ganz witzig. Und ja, ich glaube, viele schön anzusehen. Viel, viel andere Mons von Batzi waren ja auch gar nicht drin, ne? Also zumindest haben nicht viel gemacht. Nee. Es war einfach, nee. Legios kam dann irgendwann rein und hat gewonnen. Ich weiß gar nicht. Muss auch einfach mal sagen, das glaube ich, das... Celebi war kurz drin. Stimmt. Ich glaube, das ist auch eins der ersten Male, wo Age wirklich ein bisschen Unluck gegen sich hatte. Also Air Slash Miss into Flash Cannon Drop. Das ist halt... Da ist ja auch ein bisschen aufgeregt danach. Kann er jetzt an unserem Spieltag wieder Luck haben, oder was? Wir hoffen es mal nicht für dich. Nee, aber ich hoffe es auch nicht. Na gut, ob das Auswirkungen hätte, sehen wir ja bald bei der Tabelle. Ja. Schöne Überleitung gemacht, so. Roggi gegen Yona war ja das absolute Topspiel eigentlich am Anfang. Nur irgendwie fand ich, dass Yona sich in dem Spiel ein bisschen schwächer gezeigt hat als in den Spielen davor. Ich weiß nicht. Das war irgendwie ein spezielles Steelix, was gegen CM Simsala verliert im Normalfall. Was er ganz ein bisschen Dragon Tail gedrückt hat. Ja, genau. Also er hat ja auch spezielles hier CM Simsala gespielt und das hat halt Riesenprobleme gemacht. Hätte der einen Focus Blast, glaube ich, jetzt will ich nichts Falsches sagen, ich glaube aber, er hat einen Focus Blast gemisst und hätte der getroffen, wäre das Ziel ist schon recht viel früher weg gewesen. Ja. Kyurem hat 2 Kills geclaimed, wie immer halt. Dass der ein paar Kills macht, ist logisch. Aber was ich sagen muss, Roggi hat wirklich hat an seinem Tentoxa gehangen. Tentoxa sah richtig gut aus. Ja. Und ich frage mich, was Yona am Anfang damit bezwecken wollte, mit diesem Trick Black Sludge gegen Black Sludge. Ja, das war ganz süß. Vielleicht hat er irgendwie gedacht, er dachte halt wahrscheinlich, er geht raus wegen Psychic. Ja. Aber hat halt dann nicht so ganz funktioniert. Dann wurde dieses Yuxi quasi useless. Ja. Weil dann, ja. Keine Ahnung, das. Ich fand's witzig. Es war wirklich. Ich musste mir das zweimal anschauen. Black Sludge gegen Black Sludge? Okay. Ja, ist schon natürlich. Aber hat ja auch, Rocky hat ja auch relativ früh die Paare auf Tornados bekommen, was ganz wichtig ist eigentlich. Ich kann mir vorstellen, dass er irgendwie Tentantel oder so damit verkrüppeln wollte, keine Ahnung, aber. Ja, könnte sein. Was ich auch positiv noch hervorheben möchte, ich find's witzig, wie Rocky ziemlich oft Tromborg bringt als Fighting Check und auch, ich glaube, es war sein Bulldog Check in dem Game. Und der irgendwie auch immer gar nicht so schlecht ist. Er hat ja irgendwas auch also komplett auseinandergenommen. Das war dann nicht schlecht. Oder ist es Bulwark oder? Hier ist es Bulwark, in dem letztes Game irgendwann vorher mal, ich glaube Spieltag 4 oder so, war es Wulaoso, der gar nichts gegen das Tromborg machen konnte, das war ganz lustig. Einfach das gute Tromborg. Ja. Wer kennt's nicht? Ja, aber irgendwie, auf jeden Fall, Yona hat an manchen Stellen auch Roserade, fand ich ein bisschen zu früh vielleicht geworfen. Ich meine, klar, der war nicht so gut, wenn da halt ein Tentantel steht, aber. Ja, da wurde ja auch gebürnt, ne? Ja. Und wird auch immer noch ein bisschen gechippt. Ist halt alles. Yona hat halt alles ein bisschen chippen lassen und Roggi hat halt wieder mit Tentoxa übelst viel Work gemacht. Und Memo und Simsala waren dann halt so die beiden Breaker, die halt ein bisschen Druck aufgebaut haben immer wieder. Oh. Kaburiki hat nicht so viel gezeigt. Nee. Aber macht er irgendwie bei Roggi nie. Roggi spielt ihn ja immer eher Supporter mit Nature's Madness, Walls Future Boost. Er hatte eine Anti-Gift-Bär drauf und hat von Boreas dadurch die Sludge Wave überlebt, glaube ich. Ja. Und da konnte er dann halt noch ein bisschen runterchippen. Das ist cool dann halt, wenn du halt, also da hatte ich auch ein bisschen Angst vor in meinem Kampf gegen Livigno, weil ich habe First Turn das Kaburiki von Livigno rausgenommen. Mit Thunderous. Wenn da halt die Anti-Giftbeere gewesen wäre, wäre das ein bisschen doof geworden. Ja. Aber gut, bei dem Game sind wir nicht mehr. Zwar sind wir jetzt bei Sana gegen Gabbro, wo ich wieder sagen muss, irgendwie hat Milotic fast das ganze Team gewollt. Ich fand es sehr unterhaltsam, wie das Rotom Heat fast keinen Schaden gegen Milotic gemacht hat, muss ich sagen. Ich glaube, er konnte nämlich einfach immer free reswitchen auf das Milotic.
Und das Milotic hat einfach Recover gedrückt und seitdem nicht gejuckt. Ja, Milotic ist auch so stark. Ja, und ja, keine Ahnung. Also Sanna hat halt, das hat man gemerkt, Milotic sehr, sehr schwer gebreakt bekommen. Knackrack war am Ende noch sehr gut. Mit Scarf müsste es gewesen sein. SD hätte an dem Punkt wahrscheinlich sogar das Game gewonnen. Der war EQ, also halt EQ Iron Head. Und Dingens, keine Ahnung. Und ja. AV Lamus müsste er gewesen sein. Als Check für. Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall hat das Ingame als Zenlong-Check benutzt. Was auch so. AV Lamus. Genau, ja. Okay. Mit irgendwie Shadow Ball, Ice Beam, Scald und noch irgendwas. Den letzten Move hat man nicht gesehen. Und ja, der konnte auch halt mit AV noch Zygarde handeln, weil der halt auf Slowbear wirklich nicht so viel Schaden macht. Ja, ich bin ehrlich, ich konnte mir das Spiel nicht anschauen, ich kann keine Zygarde-Spiele mehr sehen. Verstehe ich, absolut. Nachdem es mich fertig gemacht hat. Ja, nee, nimmt dir auch, also, nee. Und er war Spiegelcape-Milotic, genau. Das. Oh ja, ganz stark. Hatten wir letztens auch mal gespielt. Oder TPL. Das ist richtig cool. Wenn du es im richtigen Moment drücken kannst. Ja, das ist ganz cool. Vor allem halt eben dieses, gegen dieses Rotom Heat und gegen das Gardevoir. Und da konnte halt Sanna wirklich nicht so viel gegen machen. Aber halt durch Knackrack, muss man einfach sagen, eigentlich schon nur durch Knackrack ist es dann halt noch ein 2-0 geworden. Ist Sanna besser, ne? Irgendwie, dann nimmt er relativ oft dasselbe Team mit oder so, kann das sein? Weil das, ich glaube, dieselben Mons hat er auch gegen mich mitgehabt. Die Mons sind immer recht ähnlich, aber die Sets sind trotzdem immer anders. Okay. Also Sanna Team bildet schon, so ist nicht. Da hängt halt an seinem Lauchzelot anscheinend ein bisschen. Ja, das hat er auch schon letzte Season gehabt. Ich finde es ein bisschen schade, dass man bei Sanna wenig Hutsasa sieht. Ich mag das Mon. Ist auch richtig stark, da hatte ich mich auch, als ich gegen Sanna wieder richtig drauf gepreppt. Ja. Weil das muss ja auch gebreakt bekommen. Eben. Auch der Core alleine Lamus, Hutsasa finde ich halt schon richtig strong. Ja. Also Hutsasa hatte ich ja auch selbst mal, das macht sehr viel Spaß, das Mon. Keine Ahnung. Tauros hat er ja letzten Spieltag auch mal mitgehabt und Vulvarok, also. Ja, gut. Irgendwie. Kann sein, dass ich die nicht gesehen habe. Ja, klar. Also, ich hab öfters dieses Team gesehen und das hatte ich, dass er halt genauso gegen mich mit hatte. Mhm. Und ich hatte ja meine Probleme gegen Cesurio damals. Ja. Ja, ja, gut. Aber das ist ein anderer Spieltag. Genau. Das vorletzte Game des Spieltags war Gren gegen Rey und da muss man einfach sagen, es ist natürlich belastend, wenn man auf Nidoking die Sheer Force vergisst und halt an dem Gastrodon keinen Schaden mehr macht. Das war, ich glaube, es war Fistiff Gastrodon und dadurch, dass es halt Sheer Force, dass Rey halt Sheer Force nicht vergessen hat, sondern halt Poison Point stattdessen gespielt hat, hat die Earth Power halt nicht genug gemacht, um das Gastrodon zu two-shot. Ja. Und damit hatte sie halt eigentlich fast keine Breaking Power und dadurch, dass sie halt offensiv rangegangen ist, weil sie Grenz Team halt wirklich schwer gecheckt bekommt, ich hatte auch gesagt, Bula Osu war so ziemlich das beste Mon gegen sie, hat sie halt nicht wirklich was gegen Specs Dragapult gehabt und das hat halt am Ende das Game gewonnen und ja. Hätte jetzt zum Beispiel Beulenheld Kram oder so nicht Bula Osu gecheckt bekommen? Ja, aber auch nur so halb, wenn der halt beendet ist. Halb? Klar. Das wäre wahrscheinlich so ja, das, was ich probiert hätte. Weiß ja, ich weiß ja, wie es gegen Bula Osu ist. Also bei mir hat er das komplette Team auseinandergenommen. Ich konnte ja gar nichts gegen den mitnehmen. Das stimmt. Aber ich dachte, Kramor hätte so gut defensiv werden, dass der da irgendwie. Kramor ist wahrscheinlich das Beste, was er versuchen kann. Ich probiere jetzt auch gegen Krebutak, ich check den halt nicht so wirklich und probiere halt so eine Art Check mitzunehmen, der immerhin ganz knapp noch einen Hit lebt. Ja. Also irgendwie ein Hit into Aqua Jet oder so, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ja, ist auch nicht die Season von Ray so wirklich. Nee, gar nicht. Auch ein bisschen Unluck dabei. Ich mein, ist doch jetzt eigentlich auch raus, oder? So richtig, ja, genau, Ray ist ausgeschieden, aber nicht, weil sie so schlecht darstellen, sondern weil sie. Ja, weil sie was anderes irgendwie. Genau, da ist was Dings, also das war kein Rage Crit, alles gut. Ja, okay. Da können wir ab nächsten Spieltag ist dann der liebe Roy eingesprungen wieder. Von Florida aus macht er seine Speed-TBs. Ach so. Das ist ganz witzig. Gut. Aber diesen, also nächsten Spieltag hat es ja noch gespielt, oder Spieltag 7 dann? Genau. Okay. Also Spieltag 8 steigt Röder genau, ein. Also Spieltag 8 dann. Ja, genau, das Spiel wurde dann schon gespielt. Und wo wir gerade von unglücklich gesprochen haben, das letzte Game war für Shadow sehr, sehr unglücklich, weil er halt eigentlich die ganze Zeit, ich muss sagen, das war wahrscheinlich Shadows bestes Game bisher die Season. War ja die Season noch nicht so ganz drin. Weder mit seinem Team noch halt auch spielerisch und glücktechnisch. Aber hier hat er eigentlich ganz gute Predicts gezogen auf Finn. Ich muss sagen, das Britziegel fand ich ganz lustig.
Prinzip. Achso, von Finn. Genau. Den Kill gemacht hat. Genau, Finn hatte Prinzipiel dabei und ja. Shadow hat dann halt probiert, den ein bisschen zu abusen, ist dann in der Lore Knogger gegangen, hat mit Knogger ein bisschen Druck aufgebaut. Knogger war ja auch gleichzeitig ein Reflex-Check, das hat aber auch nur so halb funktioniert, weil die Spec Sludge Bomb halt sehr, sehr viel Schaden gemacht hat, klar. Und dann war halt wahrscheinlich eine Stelle. Shadow ist dann rausgegangen, weil er gesagt hat, er will das noch healthy halten. Und ist dann auf Raji, um halt die Spec Sludge Bomb abzufangen. Finn hat halt jedoch den Switch out predicted, ist in Blitzsiegel gegangen. Shadow ist dann wieder in seinen Knogger gegangen und hat dann somit seinen Knogger, weil auch Finn das wieder predicted hat mit Scald auf Knogger. Und hat dann halt einen Knogger auf 10% gehabt und hätte halt das gleiche Outcome gehabt, wie einfach drin zu bleiben. So ein bisschen unnötig. Und halt, klar, am Ende sah es so aus, als würde Shadow das mit seinem offensiven Zapdos gewinnen. Mit Hurricane, T-Bolt, ich glaube U-Turn und Roost war drauf. Aber dadurch, dass er halt gegen Skarmory drei Hurricanes ineinander gemisst hat, war das Zapdos dann zu low, um noch gegen Pixie und gegen Riffix zu gewinnen. Weil Riffix outspeedet er. Und lebt die Season von dem. Macht Shadow anscheinend nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Also ich finde Shadows Team ganz cool. Ich finde es auch ganz gut. Was mir halt ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass da so ein bisschen. Du hast halt Edself. Und dann noch so ein bisschen Mienshao. Und sonst hat das Team halt wirklich Probleme zu gewinnen. Weil klar, Alola Knogger breakt halt gut. Aber Alola Knogger ist halt kein Mon, was dir im Late Game das Game holen kann. Die Raji kann halt alles so ein bisschen. Zapdos kann ein bisschen was wegtanken. Mhm. Oh. Das ist halt alles eher so. So halb. Ich meine, klar, defensiv ist das Team richtig stark, aber. Ja. Na gut, bei mir hat der X-Bird ganz gut gezogen. Stimmt, der hat Bandit X-Bird gegen dich gespielt. Ja. X-Bird hat bei mir ganz gut gezogen, aber wurde dann halt trotzdem irgendwie. Ja. Kaputt gemacht. Was man. Ja. CM Fini ist halt noch sowas, aber. Ja. Ist halt schwierig. Auf jeden Fall hätte er die Hurricanes gehittet, halt nicht die Toxic abbekommen auf Zapdos, sondern hätte am Ende halt. Mit Hurricane und Discharge das Game gewonnen. Und er musste auch Hurricane drücken, hat er mir danach nochmal erklärt, weil der Reflex sonst nicht durchschaltet. Wenn Reflex reinkommt, dann verliert er. Ja. Hurricane killt ja Skarmory eigentlich, wenn er hittet. Aber muss man erstmal treffen. Ja, klar. Ja, traurige Season für Shadow. Traurige Season. Aber gut. Das einen Leid ist, das anderen Freud. Und für Finn, war der Sieg halt sehr wichtig in Richtung Playoffs. Das können wir uns tatsächlich auch gleich angucken. Weil wir jetzt zur Tabelle kommen. Haha. Ja. ja, ich würde sagen, wir reden auch erstmal über die Tabellensituation jetzt, wo ich es gerade so angesprochen habe, bei euch. Die spannende Tabellensituation. Ja, tatsächlich sieht es bei euch ein bisschen spannender aus als bei uns. Nee, wir sehen dich mit 12 Punkten, Batzi und Jona mit 12 Punkten, Gren, Rogi und Gabro, die alle 5-1 gehen. Ja. Ich konnte doch noch ein bisschen dranbleiben. Ja, tatsächlich. Also, ich bin positiv, ich würde mich freuen für dich, wenn du in die Playoffs kommst. Ja, mal sehen. Ich habe jetzt noch starke Gegner vor mir. Also, die Conference. Also, ich habe jetzt erstmal noch gegen Edge und dann muss ich aber ja noch gegen die obere Tabellenhälfte eigentlich ran, so. Ja, okay. Also, die Conference von euch dieses Season ist schon sehr, sehr stark, deswegen. Aber hey. Ja, ist schon ganz gut. Aber ich komme mit meinem Team ganz gut zurecht. Ich freue mich, dass ich da oben momentan noch so mitspielen kann. Ja. Shadow halt. Wie wir jetzt schon gesagt haben, der steht halt viel schlechter da als die beiden Seasons davor. Das ist vielleicht noch eine Überraschung. Ja, das stimmt. Sana mit 2 Siegen ist auch solide im Vergleich zu den letzten Seasons. Sana ist kein schlechter Spieler, Sana hat halt seine Momente so. Eben, der hat ja auch, glaube ich, Jona. Genau, ja, besiegt, genau, oder? Jona. Ganz, ganz krass. Ja, Sana ist halt immer so. Ich mag Sana Games, sage ich ja immer schon, weil Sana Games immer so. Ich bin eine Wundertüte. Genau, weil das ist halt immer. Die Games gehen immer schnell. Sana hat, muss ich sagen, immer coole Mons im Kader, spielt immer schön offensiv mit denen, also macht Spaß. Aber ja, dann sehen wir bei euch natürlich die drei. Und Finn ist der einzige wahrscheinlich von denen da unten, der noch leichte Chancen hat, damit reinzurutschen. Aber jetzt auch 3-3 ist halt auch schon ein leichter Rückstand. Ja, es sind ja noch ein paar Spieltage. Und was sagst du, wer holt's bei euch? Schwierig. Schwierig, wirklich. Ich sag mal so, ich denke die drei ganz oben bleiben auf jeden Fall in den Playoffs. Geh jetzt auch mal von aus. Ja, Bazi ist halt auch ein extrem guter Spieler, ne? Also, musste ich schon sagen. Also ja. Ich denke.
Also ich denke schon, dass ich halt weniger Chancen habe, weil vor allem muss ich ja wirklich gegen die alle noch ran, muss ich halt wirklich richtig gut Team bilden und alles und Gegen ich hoffe, wen? dass ich am Ende auf dem 6. oder so rauskomme. Aber ich Ja. denke, Juna und Basti machen sich dann das halt noch zwischen sich aus, so den vierten Platz. Gegen wen hast du schon gespielt? Ich habe gespielt gegen Ray Hexer, Shadow Zana, Ja. gegen Kren gespielt. Ja, gegen Wulauso hast du gespielt schon, ja. Gegen Wulauzu und gegen, wer ist ja unser kleiner Seigert, genau, Zygarde-Abuser? Gabbro. Gabbro, ja. Ja, okay. Also Rocky muss ich noch, Yona muss ich noch, Bazzi muss ich noch, Finn muss ich noch und Edge. Ja, wird interessant auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ob du da noch den Schritt Richtung Playoffs wagen kannst. Aber sechster Platz würde ich dir schon zutrauen. Wie Ja, du mal sehen. aktuell Also ich Season hoffe es. performst auf jeden Fall. Und bei uns sieht's halt ähnlich aus mit zumindest den drei Leuten, die 15 Punkte haben. Das ist ja Noah, Franklin, ich. Gibt bei euch keinen mehr mit Null. Das ist krass. Sean, der auch seinen ersten SPL-Sieg geholt, da haben wir uns ja alle Livigno, das war ganz cool. Freut man sich halt dann natürlich. Und ja, Rudi ist halt klar, performt halt richtig schwach die Season für seine Verhältnisse. Mit 2-4. Auch Ja, war. letztes Season war richtig gut, oder? Ja. Was letztes? Auch seit Season 4. In Season 4 ist er ohne Niederlage, hat er die Season gewonnen. Season 5 ist er dann eingesprungen, kam in die Playoffs, hat dann im Finale verloren. Und jetzt Season 6 war er Zweiter in der Tabelle. Ja. Hat dann aber auch in den Playoffs auch wieder im Finale verloren. Ja, vielleicht kommt er einfach mit seinem Team nicht zurecht, hat man ja auch immer mal Ja, so. und Unluck war auch dabei ab und zu mal in manchen Games, Ja, das deswegen extra noch. tut dann weh. Corny und Aber Endon eine sind halt ein bisschen Hexenblut. überraschend da oben, muss man sagen. So, dass die damit um die Playoffs kämpfen, ist cool. Andere Gesichter mal da oben zu sehen. Und ja, ich bin mal gespannt, wer jetzt bei uns da auf jeden Fall den Platz holt. Mein Ziel ist auf jeden Fall vor Franklin zu sein, weil wir haben ja so eine Wette am Laufen. Der weiter unten ist, muss den Currydex voll machen in Schwert und Schild. Und Okay. da habe ich tatsächlich wenig Lust drauf, deswegen würde ich da schon gern weiter oben landen. Ja. Ja, ich denke, bei euch kann auch noch ein bisschen was passieren. Ja, auf jeden Fall. Es sind auch keine schlechten Leute, die jetzt halt noch so gerade um die Playoffs halt kämpfen. Nee, auf gar keinen Fall. Bei Fanglin würde ich sagen, der hat halt schon Noah weg, der hat schon Rudi weg, der hat schon Pana weg. Das ist halt vielleicht ein Okay. bisschen angenehmer. Ich habe halt Pana weg und muss noch gegen Rudi Franklin spielen. Gegen Noah habe ich zum Glück auch schon gespielt. Deswegen es wird auf jeden Fall interessant, wer da. Ich denke, wir drei kommen auch in die Playoffs und dann ist alles offen. Ich traue es Rudi halt, wie gesagt, noch zu, dass der da trotzdem noch reinkommt. Könnte sein. Sind ja nur 6 Punkte oder so, die ihn davon Ja, trennen. eben. Und ich meine, haben ja auch alle keine schlechte Differenz, so, also. Ah, gut. Geht noch bis -8 mit 6 Punkten nur. Ist Sind ja alles alles noch knappe möglich. Spiele oder so. Ja, bei euch ist ja auch im Prinzip alles noch möglich, aber da sehe ich das ein bisschen enger als bei uns. Ja. Gut, dann gucken wir uns die Killliste an. Und da habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen, mein lieber Lo mit 3 Kills reinzupacken. Als Topkiller des Spieltags, auch wenn man ihn hier nicht sieht. Aber ja, wir sehen bei uns immer noch Victini Dragapult. Halt sind halt starke Monster, ne? Eben. Also Memo ich jetzt auch wollte wieder es mit 3 immer wieder. Kills dabei und Mein Victini performt halt irgendwie nicht so wie Franklins. Ich glaube, mit dem muss ich noch mal reden. ja, kurz was der macht. Ich finde es interessant, Kyurem bei Pana performt ja auch noch nicht so richtig. Wie halt ein Kyurem eigentlich performt. Ja. Aber ja. Endon dreimal vertreten, Corny zweimal vertreten, das ist ganz interessant. Ich denke aber, Victini und Dragapult werden das unter sich ausmachen. Ramo finde ich interessant, dass es da oben mit. Ja, war jetzt 2 Spieltage halt Kills geholt und Ja. Coplosio sackt so langsam immer weiter runter, weil es irgendwie keine Kills mehr holt von Noah. Okay, Tag schön. Ist Endon auch was, was man nicht immer sieht. kommt mit dem richtig gut klar, das ist ganz interessant. Also freut mich für ihn. Und bei euch sehen wir halt dieses Kyurem da oben immer noch. Ja, das wird auch da oben bleiben. Ich denke es auch. Und natürlich Seigert ist auch absolut. Seigert ist für mich, ich sag immer, es gibt für mich zwei oder drei beste Draftmons und das sind für mich Kyurem, Seigert und wahrscheinlich Dragapult. Das sind halt wirklich auch die Monster oben, gegen die ich Probleme hatte. So, Zygarde, Ja. Stimmt, Gren hat zwei Monster oben. Der hat auch mehr Kills jetzt mit seinem Dragapult als ich. Was ist da denn los? ich glaube, ich habe die da hochgefüttert. Ich glaube, ich langsam. Das kann sein. Welchen Spieler hast du gegen Wulauso gespielt? 4? Könnte sein. Ah. Und ich glaube, an 3 habe ich gegen Zygarde gespielt. Oh. Ja, gut.
Aber Seiger ist auch schwer, wenn man halt nicht viel dagegen hat. Deswegen. Ja. Ich hatte ja auch, ich habe ja auch Season 4 war das einfach an Seiger alleine verloren. Und da kam der nur Bandit mit. Aber ich finde irgendwie bei uns sind jetzt weniger Überraschungen so drin. Ja. Nö, also gibt es. Heros ist da drin, okay. Mhm. Mit Heros von dir noch mit drin. Libalo. Ja, das holt ja auch eigentlich immer einen Kill, weil. Ja. Das ist krass. Und Topkiller des Spieltags wurde natürlich das Specs Dragapult, was einfach durchgegangen ist ab irgendeinem Punkt. Leider nicht Legios. Ich hätte ihn gerne dahin gepackt, aber. Vielleicht. Dragapult ist auch so stark, ich hätte es auch gerne mal gespielt, aber. Irgendwie durch es nie mit einplanen. Ja, bei mir ist dasselbe mit Lando. Also der bleibt halt nie bis zu mir über und wenn ich dann mal vorne bin, dann will ich zufälligerweise den. Also ich bin. Der vor mir ist, den deswegen. Hä? Nee, ich hatte ja diese Season gestimmt, dass ich halt relativ früh dran war. Ich glaube, ich war ja Dritter oder so, der das draften konnte. Deswegen, Lando ist übrig geblieben, rein. Ja, ich war mal Zweiter und hab den nicht bekommen. Das war ein bisschen belastend. Da wollte ich den dann und. Ah. Seitdem habe ich den nie wieder eingeplant. Irgendwann. 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 Gut, dann schauen wir uns nochmal kurz die Matchups an vom nächsten Spieltag. Das habe ich mich jetzt dazu entschlossen, dass wir den rauskürzen. Das mit den Tipps lassen wir. Wir gucken einfach nur mal. Ganz schnell drüber, ja. Wer gegen wen spielt. Also Anton gegen mich, Corny gegen Livigno, Krebi gegen Noah, Hardy gegen Nox, Pana gegen Franklin und Rudi gegen Sean. Ich weiß nicht, wenn du möchtest, kannst du dir ein Game rausheben, was du interessant findest, wo du was zu sagen möchtest. Aber. Dein Spiel eigentlich ganz interessant, weil geht's ja auch wirklich drum, wenn du das jetzt verlierst, ne? Ja. Dann kommt Anton wieder ein bisschen ran. Stimmt, dann sind wir punktgleich. Ja. Ja. Ich bin gespannt, das ist ja heute Abend. Heute Abend Primetime. Franklin gegen Pana, ich weiß gar nicht, haben die schon gespielt? Ja, die haben schon gespielt. Okay. Finde ich auch noch ganz interessant. Ja. Ich mag Franklin-Spieler, ich mag die. Sind denn, also ja. Ich finde halt Franklin-Spieler, da habe ich so immer das Gefühl, die dauern immer ein bisschen. Ja, schon, aber ich mag die halt irgendwie, keine Ahnung. Ja, nee, verstehe ich. Franklin ist ja auch ein guter Spieler. Die wirken auch meistens so ganz, ganz schön knapp, so, keine Ahnung, also. Doch, verstehe. Die gehen meist irgendwie von der Differenz her höher aus, als sie im Endeffekt so sind. So wie das Nox Game jetzt zum Beispiel. Ja. Genau. Oh, gut. Und bei euch, wenn du willst, darfst du die Matchups mal vorlesen? Dass ich nicht alles. Also, wir haben Yona gegen Gabru, Kren gegen Sana, Roggi gegen Batzi, Edge gegen mich, Hexa gegen Finn und Shadow gegen Ray, was schon stattgefunden hat. Genau. Ach, sonst echt kein Spiel, glaube ich, gewesen. Krass. Ich glaube, eins war noch. Ja, stimmt. Yona gegen Gabro. Ach, Roggi gegen Batzi, klar. Roggi gegen Batzi. Frage noch zu deinem Game: Wie ist das mit Age? Spielt ihr noch die Woche? Weil Age ist ja irgendwie, glaube ich. Nicht ich habe mit Age noch gar nicht geschrieben. Also, ich habe mich auch gewundert, dass er nicht geschrieben hat. Ich warne dich mal vor: Es kann nämlich sein, dass Age die Woche. Also, der hat uns, glaube ich, gesagt, dass das Game nachgespielt werden muss. Okay. Weil er wahrscheinlich gut. Nicht da ist. Wahrscheinlich hast du die Woche spielfrei. Ja, ich würde nochmal nachfragen. Spielen wir das nächste Woche halt noch. Ja. Das ist schon okay. Ich denke. Also. Ist nicht schlimm. Wenn das wirklich kein Problem ist. Unterwegs. Nee, ich bin ja auch jetzt morgen und übermorgen halt unterwegs. Ja, okay. Ostern, ne? Ja, klar. Ja, gut, dann ist gut. Batzi gegen Roggi ist natürlich ein interessantes Spiel. Ja, wurde ja schon gespielt. Eben wurde schon gespielt, ist glaube ich so das Top-Spiel, auf das wir alle gewartet haben. Genauso wie Gabro gegen Yona. Ja. Finde ich sehr interessant und was und natürlich Shadow gegen Ray, die beiden, die ein bisschen in der Krise stecken, die Season. Ja. Das war ja von Rays letztes Spiel. Genau. Rays letztes Spiel gewesen. Und dann. Ja. Ja, ansonsten. Sind wir mal gespannt, wie es ausgeht. Sehen wir dann beim nächsten Mal und damit wären wir am Ende. Ja. Ich danke dir wie immer, dass du dabei warst. Ja. Gern. Wenn du noch irgendwelche abschließenden Worte hast, darfst du die jetzt an die Zuschauer richten. Ich glaube, wir müssen erstmal noch ein bisschen Raptor haten hier in dem SPL Talk. Okay, Raptor, nee, das wird nichts mit Playoffs, das Der ist ja scheiße, ja. Hör auf mit deinem Turtok Kills zu holen. Scheiß Mann. Nee. Nächster Spieltag, scheiß Turtok. Wobei, nee, das ist in der TBL mehr, wo der so viele Kills holt, wo ich mich drüber aufgeregt habe im TBL Talk. Bei mir hat er gar nicht so viel cool. Nee, hat er auch nicht. Also. Das war ein Spiel. Verwechsel ich gerade ein bisschen. Naja, gut. Ja. Bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal und.